Medaille. Doch es wird, zumindest vorläufig, der letzte Erfolg als Trainer sein. Der Lehrer der Otto-Hahn-Schule bekommt nämlich Trainingspensum und Arbeitsalltag nicht mehr unter einen Hut und beendet deshalb seine aktive Trainerlaufbahn bei der Hanauer Rudergesellschaft. Es gibt wahrlich schlechtere Zeitpunkte, als mit einer Silbermedaille um den Hals aufzuhören. Nominiert für die Kategorie Trainer des Jahres 2015, Florian Bauer. Start ins Jahr 2015. Johannes Lotz von der Hanauer Rudergesellschaft musste sich nach einer Meniskusoperation erst wieder an sein vorheriges Leistungsniveau herankämpfen. An Rudern war da erst einmal nicht zu denken. Umso beeindruckender die Leistung des 18-Jährigen bei den U19-Weltmeisterschaften in Rio de Janeiro. Mit seinem Ruderpartner David Junge holte er dort die Silbermedaille. Und auch hier hatte der HRG-Topscorer Fortuna nicht unbedingt auf seiner Seite. Nach einer hartnäckigen Viruserkrankung rückte der Start zuerst in weite Ferne. Doch der Mannschaftsarzt bekam Lotz gerade so noch vor dem wichtigsten Rennen fit. Bei den deutschen Juniorenmeisterschaften zeigte Lotz dann wieder, dass er zu den größten deutschen Talenten im Rudersport gehört. Sowohl im Zweier als auch im Vierer sicherte er sich souverän die Goldmedaille. Nun geht es für Lotz in die U23 Altersklasse und auch dort will der Psychologiestudent voll durchstarten. Nominiert für die Kategorie Sportler des Jahres 2015, Johannes Lotz. Auf Position 3 haben wir vom SSC Hanau-Rodenbach Lukas Apele. Bitte Applaus. Und auf Position 2 von der Hanauer Rudergesellschaft Johannes Lotz. Und der Sportler des Jahres vom KSC Hanau, Max Strauch.